Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen wir heute einmal auf Informatives, dann nehmen wir mal die deutsche Demografie. Ja, wie sieht sie aus, die Demografie? Da fragen wir mal ein. Ja, und dafür einfach mal Ton ab. Hallo, Ton ab jetzt hier. Na bitte. Immer dieses Spielchen hier. Ton ab, sage ich. Na also. Ja, also Sie wollen uns über die Demografie der Deutschen informieren. Ja, dann sagen Sie doch mal was an. Was haben Sie denn da? Hä? Ja, das will ich machen. Wir waren 1945, da waren wir 66 Millionen. 45, ja. 55 waren wir 70 Millionen, 4 Millionen mehr. 75 waren wir 78 Millionen. Ja, und so geht es immer weiter. 1995 waren wir 81 Millionen. Und diese Zahlen steigen stetig, stetig und stetig und stetig. Ja, wenn man sagt, die letzten Jahre sind schwach gestiegen, so sind sie aber alle immer stetig gestiegen. Man hat jetzt knapp 83 Millionen Deutsche. Also sie sind stetig gestiegen. Und da jetzt stetig gestiegen ist, muss man sich mal fragen, warum irgendwelche Menschen behaupten, wir müssten ein Einwanderungsland sein. Das ist ja bei einer stetigen, wachsenden Demografie eigentlich doch irgendwie informationsmanipuliert. Ja, es kann so sein. Ja gut, dann haben sie uns das mal gesagt. Mehr muss man ja eigentlich nicht mehr dazu sagen. Das war's dann mal auch. Na bitte, dann haben wir dies. Ja. Gut, Sie haben das gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben diese Information. Vielleicht ist sie nicht ganz unwichtig. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Glauben Sie dieses, jenes, etwas anderes. Es ist nun einmal so. Daher bleiben Sie uns wohl auf. Hier einmal Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.